Hallo zusammen und willkommen zurück bei Gamer Campus. Wenn ein Gruppenritual plötzlich schief geht und euer friedliches Wochenende versaut, dann ist das gewiss kein allzu erfreuliches Abenteuer. Gut, dass unser wöchentliches Ritual euch die interessantesten Spielerscheinungen präsentiert. Deutlich erfreulicher, oder? Naja, wir übernehmen keine Garantie, dass ihr am Ende doch nicht in einer Einrichtung voller Rätsel irgendwo im Weltall oder möglicherweise doch noch in einem Albtraum landet. Bei The Entropy Center handelt es sich um ein First-Person-Puzzle-Adventure, bei dem ihr ausgeklügelte und komplexe Rätsel lösen müsst, dessen Konzept stark an Portal erinnert. Ein Massenaussterben hat die Erde verwüstet und ihr scheint die letzte noch lebende Person zu sein. Die letzte Hoffnung der Menschheit liegt verborgen in der Einrichtung, in der ihr euch befindet und die eure grauen Zellen auf die Probe stellt. So the fate of humanity rests on my brain, a talking gun and a glorified vacuum cleaner? Im Horror-Action-Adventure The Chant müsst ihr den psychedelischen Schrecken entkommen, die nach einem fehlgeschlagenen Gruppenritual aus einer Dimension komischen Grauens befreit wurden. Das friedliche Wochenende verwandelt sich so urplötzlich in einen Albtraum. Nutzt spirituelle Waffen und Fähigkeiten, um euer Überleben zu sichern und überlegt wohlwissentlich, ob Flucht oder Konfrontation die bessere Wahl ist. By combining our individual frequencies, we can reprogram our destiny from gloom to glory. Okay, when the big day comes, remember what I taught you. Sit down, keep your head up high, and give paw. Good girl. Im 2,5D-Adventure-Plattformer Space Tale Every Journey Leads Home verfolgt ihr die emotionale Geschichte eines Astronautenhundes und erkundet fremde Planeten. Durchquert weitläufige Level, entdeckt verborgene Geheimnisse und löst anspruchsvolle Logikrätsel. Kommuniziert mit Außerirdischen über ein einzigartiges Dialogsystem, das vollkommen mit der Körpersprache eines Hundes auskommt. Don't be sad. This is what you've been training for. You're a smart dog. You'll do fine. Bei Harvestella handelt es sich um ein Lebenssimulations-RPG. Baut euch ein selbstversorgendes Leben auf und kooperiert mit Verbündeten, um diverse Bedrohungen zu überwinden. Dabei kommt ihr der Wahrheit hinter der Katastrophe immer näher. Baut Obst und Gemüse an, handelt und verkauft und nutzt Gerichte für hilfreiche Boni, die euch unter anderem in Kämpfen einen Vorteil verschaffen können. Life is peaceful and time passes by. Until quietus inevitably arrives, interrupting the cycle of the seasons. Crops wither and all life is threatened. Share in your new friend's sorrow. Joy, pain, and courage as you stand together to face momentous ordeals. Und das war es mit den Releases der Woche für diese Woche. Was haltet ihr von den Titeln? Wird der November gut eingeleitet? Wir wissen ja, dass diesen Monat einige Heavy-Hitter auf uns warten. Da sind diese Spiele wohl noch die Ruhe vor dem Sturm. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, auf welches Spiel ihr euch so wirklich freut. Schaut auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Webseite, um zum Thema Gaming immer auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.